Als ich einen Hof übernehmen sollte, ich habe mir gedacht, ich möchte von dem leben. Also das war jetzt, wenn ich schon das tue, dann soll auch mein Verdienst am Hof entstehen. Also es war eigentlich ursprünglich ein kleiner Selbstversorgerhof. Also mein Uropa, muss ich jetzt sagen, der hat das einmal gekauft. Der ist als Förster da in das Tal hergekommen und deshalb heißt er Waldförster. Und damals war halt ein kleiner Fleck Feld dabei. Im Laufe der Zeit sind noch ein paar Felder dazugekommen. Meine Eltern haben es verpachten gehabt. Ich habe sie motiviert, ein bisschen Gemüse umzubauen, sie haben schon. Aber also richtig starten und ist noch eigentlich, ja. Und Bio war auch klar. Also wenn ich etwas produziere, dann soll das beste Qualität sein. Und ich glaube, man kann sonst auch gute Qualität machen, aber beste Qualität ist Bio. Also da ist nichts drauf, das ist einfach pur Gemüse und fertig. Also Gemüse ist die Zukunft in Südtirol. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen mit offenen Augen das sich umschaut, dann sieht man, dass Südtirol sich praktisch nicht mehr selber versorgen kann, im Sinn von ein breites Spektrum an Lebensmitteln. Wenn man auch schon möchte, gutes Fleisch kriegen, Gemüse, verschiedene Beeren und und. Also da gibt es noch so viel, was noch Platz hat. Und das haben wir halt nicht. Und deshalb ist das auch eine Chance für uns. Der Hofladen, also mehr oder weniger haben wir das allem gehabt. Aber allem so nebenher. Wir haben gesagt, wenn die Tür offen ist, dann kann es kommen. Und jetzt werden wir direkt da zwei Tage die Woche öffnen und machen den Bauernmarkt und das muss passen und das geht gut so. Die gehobenere Gastronomie suchen vor allem die Qualität und spezielle Sachen. Und das muss man natürlich auch ein bisschen bedienen, um so einfach alles ein bisschen spannend zu machen. Und für uns selber ist es auch wieder interessant zu sehen, was im nördlichsten Eck von Italien erwachsen kann.